Für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bundeshaushalt, den diese Regierung vorlegt, der hat 50% seiner Ausgaben für soziale Zwecke. 50% der Gesamtausgaben dieses Staates für die Menschen, die diesen Staat nötig haben. Und das kommt alles von den 43 Millionen Männern und Frauen, die morgens aufstehen und arbeiten gehen, und den 4 Millionen Männern und Frauen, die mit Haus und Hof haften und Arbeitsplätze schaffen. Über die hat die versammelte Opposition kein Wort verloren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir vergessen nicht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diese Last tragen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren von der Opposition, wenn die Kollegin Nahles hier sagt, Wahltag ist Zahltag, das stimmt, wenn man die Falschen wählt. Denn sie wollen ja die Einkommensteuer für alle erhöhen, die Pendlerpauschale abschaffen, das Ehegattensplitting abschaffen. Sie wollen die Steuern erhöhen. Sie wollen von den Bürgern nur eins, mehr Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das werden wir verhindern. Und dann kommt noch die ominöse Vermögenssteuer und die Vermögensabgabe. Da wird dann den Menschen gesagt, die was auf die Seite gelegt haben, die ihr Erspartes investiert haben in vermieteten Wohnraum, diejenigen, die Handwerksbetriebe haben, die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze haben, die sollen jetzt aus ihrem Ersparten, aus ihrem bereits versteuerten Vermögen zusätzliche Abgaben zahlen. Sie fassen den Fleißigen in die Tasche. Nichts anderes verstehen Sie. Mit Leistung hat das nichts zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann kommen dann so unterschwellig immer, na ja, wir wollen ja von Bürgern nur das Beste, nämlich mehr Geld. Das ist ja die einzige Antwort auf die Probleme dieser Zeit, die Sie geben, damit wir mehr tun können für Bildung und Infrastruktur. Schauen wir mal in die Länder, wo Rot und Grün regieren. In Baden-Württemberg weniger Lehrer, weniger Ausgaben für Straßen. In Nordrhein-Westfalen weniger Lehrer, weniger Ausgaben für Straßen. In Niedersachsen weniger Lehrer, weniger Ausgaben für Straßen. Sie haben mehr Steuereinnahmen und machen höhere Schulden, aber investieren in Bildung und Infrastruktur tun Sie da, wo Sie regieren, nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schwarz-Gelb steht für Leistungsgerechtigkeit statt Umverteilung. Wir wollen, dass es den Menschen weiter gut geht. Und ja, das Soziale in der sozialen Marktwirtschaft, das definiert sich nicht durch die Höhe von Hartz IV, sondern durch die Chance auf einen Arbeitsplatz. Wir trauen uns das noch zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann hat Frau Göring-Eckardt sich hier furchtbar angestrengt, deutlich zu machen, dass die Grünen nicht die Verbotspartei der Republik sind. Vielleicht findet sich eine Autofahrt, das noch mal nachzulesen. Autofahren am Sonntag verboten. Erste Klasse im ICE verboten. Übrigens, Heizpilze verboten, Rauchen in der Öffentlichkeit verboten, Fleisch am Donnerstag verboten, Ölheizung sowas von verboten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Verboten, 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 das ist der grüne Sound. Die Spießigkeit des Jahres 2013 ist grün, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Nein, das alles, das taugt vielleicht für eine Hausordnung, für ein grünes Landschulheim. Für unser freies, schönes Deutschland taugt es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb setzen wir auf die Kraft der Bürger und sind ganz sicher, die Menschen können mit ihrem hart verdienten Geld viel besser umgehen als die Politik. Wir haben Rekordsteuereinnahmen und trotzdem Steuern gesenkt. Diesen Weg gehen wir weiter. Solide Haushalte und Entlastung derjenigen, die morgens aufstehen und Arbeit geben, das widerspricht sich nicht. Wir denken an die Fleißigen, an diejenigen, die dieses Land gemeinsam mit uns voranbringen. Sie wollen immer nur eins, mehr Geld von denen, die morgens aufstehen. Das unterscheidet uns. Und der Wähler wird entscheiden am 22.09. für die Fortsetzung von Schwarz-Gelb. Herzlichen Dank. Das Wort hat nun